Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Together Iron. Ich bin's, der Black, und der Dü ist auch da und wir sind immer noch in der Bash-Instanz und schnetzeln uns so durch. So, ihr könnt eine Minute mit Lakaras Ring Handel treiben, aber den Ring kann Dü behalten, den habe ich ihm ja schon gegeben. Der Dü ist schon wieder ein Baum. Ja. Na, alte Ist ein bisschen Borke, nervig, alles klar bei dir? weil es hier lange auf jeden Fall durch, beziehungsweise weil es lange hier dauert, bis man sich hier durchgehauen hat. Ja, durchgebaumt. Durchgebaumt oder so. Na komm, fall um. Was ist das hell Vieh? Nee, nee, nee. Die verdriftete Krakenseele. Mach mal den Grabstein hier hinten. Drei habe ich schon gehauen. Lalalala. Ja, dauert sowieso noch Dein Ewigkeiten hier. Auto-Hit sieht auch lustig aus. Bling! Und Bling! bling. Ist alarmiert. Naja. Passiert auch nichts Ja. weiter, ne? Außer, Genau. dass sie eben alarmiert ist. Genau. Ist ja Oh, Handel ist nicht mehr abgelaufen. möglich. Jetzt will ich den Ring doch haben. Ja, toll. Okay, ich gebe mir dir. Warte. Ich kaufe schnell was im Itemshop. Genau. Schalt mal frei. Genau. Ich glaube, das geht sogar. Möglich, also wird ja wohl überall gehen. Besondere Waffen, Veredelungsstein des Meisters. Brauchst du den? Nö. Nö. Ich auch nicht. Schöne Orange, und dann will die keiner haben. Toll. Erster Skill ist so lange aufgeladen und gleich fail. Das ist kein gültiges Muss auch mal sein. Nee, das Au. muss nicht sein. Hat er mich jetzt noch getotet Spiel will mich gehittet? auf jeden Er war doch Fall schon ärgern. umgefallen. Jo, Einmal bitte scheinbar. healen, Ja, das ist hier sicherheitshalber. öfter so, teilweise auch. Ach so, Das muss man auch okay. so sagen. Gut. Dann mal auf den Fallensteller. Jo, genau. Oh, toll. Oh. Was denn? Alles gut? Ja, zeitweise kriegst du den einen krassen Schaden rein. Das Jo. ist ziemlich unnormal. Marsch der Bienen 3. Ihm gehört denn dieses Stigma. Müsste Barda sein, müsste das. Achso, brauchst du das? Nö. Hatte ich mir fast gedacht. Ui, ui, ui. Ja, manchmal kriegst du einen richtigen Schaden rein. Die Legion Live Fast, Die Young hat die Quelle der irgendwas erobert. Glückwunsch, Legion Live Fast and Die Young. Oder war dann End dabei? Nö, hä? Heilen, Nee, nee. heilen. Also, ja, natürlich. Natürlich bekommst du Heilung. Ich Bekommst verstehe schon, immer Heilung. wie das der war, der da drüben, der in der, in der, der, ja. Wie war's? Auf der Dreadgion, so. Genau. So, okay. Oh. Und nochmal heilen. Oder auch nicht. Jetzt heilen. Jo, ich Hau uns heile. mal hier hinten drauf. Einsammeln durch hinterher. Lalalala. Okay, ist alarmiert. Alarm im Darm. So was. Hat's auch manchmal Alarm im Darm? Bist du jetzt auf Pornotitel oder was? Weil ich glaube, das ist ein Pornotitel. Wir hatten letztes Mal lustige Pornotitel gegoogelt und da kam der mit vor. Ja, Oder auch echt? Darmstadt. Da findet der, was? Ja, Darmstadt. Da findet der Spaß in Darmstadt. War Also, auch ganz okay. lustig. Okay. Ah, ja, Gibt's eine Alarm im richtige Darm schöne ist, Seite, wo die ja, drin das stehen? ist, ja, das gehört dann Ja. dazu. Ah, und daher kennst du den so genau, ne? Richtig. Wie Ach, oft hast du ihn schon scheiße, gesehen? ey. Oh, Mist. warte. Und mal kurz verrenken. Dann bestäube ich selber noch. Okay. Hat da nicht aufgepasst. Bei Pornotiteln wird er unaufmerksam. Ja, richtig. Nee, nee, Ja. keine Ahnung, gibt es doch sowieso so Porno-Battle-Battle oder sowas. Ja, Ja, Porno-Titel-Battle, also eher so. der, genau, der beste Pornotitel, den ich gefunden habe, war Ariel, die Nicht-Meer-Jungfrau.
Haben wir gut drüber nachgedacht. Uiuiuiui. Oder Buffy, die Dildo-Jägerin. Mhm. War auch interessant. Oh, ich hab die schon wieder vergessen. Das ist schon Ewigkeiten her, die ganzen Titel, wo ich mir die Videos angeschaut hatte. Heute hatte ich mal wieder ein nettes Video gesehen gehabt. Ah, Porno. Nee. Das erzählst du hier so. Okay. Nicht in die Porno-Ecke. Ja, das sagst du jetzt. Auf einmal versucht er dich rauszureden. Nee, ging so um die Ecke hier, keine Ahnung, so Streiche spielen und so weiter und dann mit Puppen oder so in die Richtung so. Keine Ahnung, gibt glaube ich auch aktuell den Streifen. Ich weiß nicht, ob der schon draußen ist. Annabelle oder sowas in die Richtung. So Horrorstreifen mit so Puppen oder sowas in die Richtung. Dann haben sie irgendwie so einen Raum hergerichtet mit irgendwie so Puppen und Übernatürlichem und dann haben sie Putzfrauen engagiert und dann haben sie die dort arbeiten lassen und dann haben sie die voll verarscht. So mit Übernatürlichem Zeug, so, übrigens, keine Ahnung. Ja. Licht ein flackern, hab ich dann noch, der kind, noch gut war. Kind schreien oder sowas in die Richtung. Ja. Oh, scheiße, jetzt habe ich auch wieder zwei. Oh nein. Dann lauf mal ein bisschen. Oder so. Halt doch mal um hier. Braucht aber auch ewig hier, der Typ. Okay, den haben wir. Tot. Ah. Oh. Ja. Das ist nicht so gut. Lass mir wenig Zeit. Oh, ich glaube, ich diesmal auch. Ja, schade. Verdammt. Das ist wirklich schwierig. Weil es halt auch sehr, sehr eintönig ist und dann muss man sich halt, keine Ahnung, muss man halt wirklich zu 100% voll sein, die richtigen Skills haben, dann muss du Glück haben, dass du halt doch nicht gewone-shottet wirst, das ist halt irgendwie etwas nervig. Und darfst keinen Alarm im Darm haben und so. Genau. Das kommt auch noch mit dazu, auf jeden Fall. Aber es bringt halt auch trotzdem nach wie vor, bringt es halt relativ viel, wenn man sich halt natürlich konzentriert. Ja. Aber da siehst du mal, wie es ist, wenn man sich nicht konzentriert. Naja, das muss aber auch mal sein, aufgehen. Jeder ist mal ja, aber hier muss halt die Konzentration halt schon bei zu wirklich 100% dann halt in dem Fall wirklich da sein. Weil du halt wirklich jedes, alles zu 100% machen musst hier. Da darf halt meistens im Normalfall, wenn doch irgendwie was schief geht, dann ja bedeutet das meistens leider doch den Tod hier. Welche Stufe haben wir dann mittlerweile? 5? Naja. Kann man nichts machen. Genau. Lauf mal, aber erstmal nochmal hin, gechillt. Eben. Ich renn gerade immer noch eins von, ich wollte gerade sagen, gechillt ist nicht an der Wand annehmen. Ja, weil es halt auch mega langsam halt vorangeht halt, ne? Ja, und dann musst du jetzt erstmal Pause machen, kann ich verstehen. Richtig. Aber das ist halt immer so nervig, ne? Wenn du stirbst, ne? Diese Seelenkrankheit, ne? Gerade wenn du hier bist, ne? Gut. Laufrolle, geht's etwas schneller, ne? Ja, geringfügig. Lalalala, das Wandern ist des Bashmundiers Lust. Oh, ihr habt 2 Stunden gespielt. Übermäßige Nutzung kann das Alltagsleben gefährden. Ja, seht euch den Dü an. Da sieht man das wieder. Wieso bei mir? Also ich habe bestimmt irgendjemand muss ich jetzt als Beispiel bringen. Ich habe bestimmt keine übermäßige Nutzung mehr. Aber ich hatte schon mal eine übermäßige Nutzung, ja. Was ich... Muss man so resümieren, schon ein Stück weit resümieren, ja. Na gut, bei irgendeinem Spiel hatte ich schon jeder mal einen Tag oder 2 gehabt und manchmal auch 2 Jahre oder so. Oder 3 oder 4 oder 5. Genau. Naja, mal bei manchen Spielen kommt man halt nicht von los, aber man sollte schon ab und zu mal Pause machen. Ist natürlich logisch. Wir nicht, wir müssen ja für euch aufnehmen und so. Ja, ich denke halt, schlimm wird's halt auf jeden Fall, wenn man halt, wie soll man sagen, halt, gegebenenfalls halt auch so ein Spiel nach dem Real Life halt ein Stück weit halt richtet, ne? Das ist halt immer dann sehr, sehr kritisch, meiner Meinung nach. Ja, da sollte man, genau, man sollte immer, man darf Spiel und Real Life nicht verwechseln und man sollte auch immer wissen, dass das Real Life vorgeht. Und wenn man halt mal die Gelegenheit hat, was mit den Leuten zu unternehmen, außerhalb, dann sollte man diese auch nutzen. Sollte klar sein. Gilt natürlich auch an alle Zuschauer. Lieber mal rausgehen in die Sonne. Nicht dieses Video angucken. Bei mir könnt ihr Ausnahmen machen. Was denn? Genau. Worum geht's? Oh, hier unten ist noch ein Grabstein. Video anschauen und so. Ah ja, lass halt die Grabsteine mal. Ich spiel den jetzt. Ich denke nicht, dass wir die Boss noch mitmachen, glaube ich nicht. Bist du sicher?
Ich glaube fast Wie nicht, viele nein. Parts willst du noch machen hier drin? Wahrscheinlich, wenn dann entweder ist das der letzte oder ein maximal noch. Aha, alles klar. Gut, nur damit ich Bescheid weiß. Jetzt ist der Grabstein aber eh schon tot, insofern. Ja. Kann sich natürlich vielleicht noch gegebenenfalls noch mal ändern, aber ja, dass wir uns halt erstmal mehr Ja, auf nee, die nee. Masse halt auf jeden Fall konzentrieren, ne? Aber Ist okay. muss ich mal Bin schauen. einverstanden damit. Ich muss heute noch ein bisschen Fiesta aufnehmen. Bist ja von der Vorproduktion Ich bin bereits Baum. ran. Mir fehlen, glaube ich, 3, 4, 5 Folgen. Dann habe ich es für den Urlaub geschafft. Ich bin ja momentan im Urlaub, liebe Freunde. Und ja, werde es auch noch eine Weile sein. Übrigens, in Tunesien. Oh, ich kann hier hinten in Deckung gehen. Cool. Immer noch kann es nicht umbuchen. Wir wollten nicht umbuchen. Also umgebuchen wäre gegangen auf Ägypten und letzten Endes Jacke wie Hose. Das ist in Tunesien sicherer. Weil, muss man so sagen, in Tunesien gab es ja jetzt schon den Anschlag bei uns. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der gar nicht so lang her. Ein paar Tage. Und im Prinzip, ich reise in dieselbe Stadt. Ich reise nur nicht ins selbe Hotel. Ins selbe Hotel wäre mir dann doch ein bisschen komisch geworden, aber selbe Stadt. Ist okay, ist zwar ein anderes Hotel, ist genauso in Anführungsstrichen unsicher, aber ich spekuliere einfach mal darauf, dadurch, dass da schon ein Anschlag war, ja, wird es keinen zweiten geben, weil die Sicherheitsmaßnahmen hochgeschraubt sind, viele umgebucht haben. Das lohnt sich für die Terroristen, denke ich mal nicht. Okay. Ist vielleicht ein Glücksspiel, aber letzten Endes, man will sich seinen Urlaub ja auch nicht vermiesen lassen. Ganz absagen willst du nicht. Und ganz ehrlich gesagt, Ägypten ist genauso gefährlich. Würde ich schon fast Letzten Endes, denken. Ist ja egal wo, mittlerweile. noch näher Im so an Prinzip. dem, ja, Islamisti. Das muss jetzt nicht unbedingt immer mit dem Islam halt Nee, immer zu tun haben, aber genau. ist schon recht Nicht nah unbedingt und dran am letzten Endes, ja. Islamismus an sich. Ja, genau. Und Also an letzten Endes, du kannst islamistischen heutzutage. Ländern, sagen wir es mal so, ne? Jo. Ja, aber letzten Endes, du kannst heutzutage in eine größere Stadt fahren und da kann einer ein Ja, natürlich, klar. Attentat planen. Natürlich. Oder eben du arbeitest bei einer Zeitung, das reicht ja heutzutage schon aus. Ja gut, halt Es gibt in immer einer sehr, sehr irgendwo. kritischen Zeitung, muss man so sagen. Ja. Irrelevant. Es gibt immer irgendwo Leute, und wenn man keine Kritik verträgt, na dann ja, sollte man sie entweder ignorieren oder sich halt davon machen. Aber mal ganz ehrlich, nur weil wir wegen ein paar Zeitungsartikeln oder wegen ein bisschen Satire, also da müssten hier einige auf die Barrikaden gehen. Wenn jeder Deutsche, der mal kritisiert wird, zum Beispiel in der Bild, das ist dafür ja auch gut, ganz gut geeignet, der gleich ein Attentat irgendwo begeht, naja, dann, ich glaube, dann gibt es keine Bildreporter mehr. In relativ kurzer Zeit. Und letzten Endes, es ist keine Ausrede, kritisch hin, kritisch her, das ist absolut keine Ausrede. Extremismus in jeder Form ist zu verurteilen. Und damit meine ich jetzt, wie gesagt, ich habe es schon bei Star Wars erwähnt, ich habe es bei Fiesta erwähnt, damit meine ich jetzt nicht den Islam als Extremismus allgemein, sondern allgemein wirklich Extremisten. Die gibt es eben auch im Christentum oder in anderen Religionen Bist du da nicht oder so in drauf wie deine Nicht-Religionen. Landsleute? Wie meine Landsleute? Hier Welche Landsleute? so Sachsen, so braunes Land oder sowas in die Richtung. Ja, siehst du, auch das sind Extremisten. Auch das sind Extremisten. Auch das ist in der Hinsicht zu verurteilen, weil, wie gesagt, man muss es nicht übertreiben. Klar, jeder hat eine Meinung in eine Richtung. Keiner ist komplett neutral. Es kommt halt nur drauf an, wie weit rechts man ist, oder wie weit links man ist, oder wie weit man in welcher Religion zu gehen vermag. Also ich Genau sag mal so, darauf kommt es an. ich kenn's ja auch noch ein Stück weit aus ja, Bekanntenkreisen, alter und neuer Wohnort jeweils und ja, die rechten Argumente sind schon relativ einschlägig, ne? Und ja, und wie soll man sagen, und ja, man wird auch ein Stück weit verleitet, wenn man halt sowas hört, dass das dann halt auch so stimmt halt ein Stück weit, ne? Weil da halt so die Überzeugungskraft dahinter ist. Und ja, aber am Ende muss man halt wirklich dazu sagen, dass das eigentlich wirklich totaler Mist ist. Also jetzt die Aufläufe, die jetzt ja jetzt am Anfang des Jahres im gesamten Land halt oder beziehungsweise in Hauptsache in Du jetzt meinst Dresden oder jetzt sowas in die Richtung war. Pegida und so. Richtig, genau. Die haben ja wirklich bundesweit betrachtet, haben die ja nicht wirklich so die Zustimmungszahlen auch bekommen. Das ist falsch.
Da muss ich mal einkehren, das okay. ist teilweise falsch, weil letzten Endes, klar, die Zustimmung war großteils in der Öffentlichkeit nicht gegeben. Aber wie war es denn in der Öffentlichkeit? Gerade weil das halt als rechts verschrien war, und man muss ja auch sagen, es wurde ja von Rechten organisiert, dagegen sage ich nichts, aber letzten Endes gilt die Demonstrationsfreiheit, und egal, ob die eine rechte oder eine linke Meinung haben, dürfen die müssten die demonstrieren dürfen. Und das Problem war halt, dass den rechten Demos teilweise extreme Beschränkungen aufgelegt haben. Gegen Demos konnten die dagegen niedermachen. Es war teilweise so, dass Gewalt stattfand auf diesen Demos, aber die oft genug von Linksradikalen, ich sage jetzt nicht von Linken, sondern von Linksradikalen ausging, die da angegriffen oder pervertiert haben. Und die meisten Leute sind dort einfach nur hin, weil momentan hier halt zum Beispiel das Flüchtlingsproblem war. Die meisten sind nicht hin, ja, ich mag keine Ausländer oder sowas, sondern die sind halt hin, weil eben dieses Flüchtlingsproblem war. Sieht man bei vielen Fällen, bei vielen Interviews. Und oft genug ist das halt auch so. Und letzten Endes, man muss den Leuten auch ihr Demonstrationsrecht geben. Übrigens bei den ja, Seiten, meistens hat man, weiß nicht, also ich habe da auf jeden Fall so eine Interviewstimme noch im Kopf, so nach dem Motto, ich bin zwar nicht ausländerfeindlich, aber was die machen. Ja, ich weiß nicht, das ja, war, wo hast du das denn gesehen? NDR war das, glaube ich. Oder ja, so davon rede ich. Guck mal auf YouTube. Guck dir mal verschiedene Pegida oder von mir halt auch die Hogesa, diese wie heißen sie denn? Die hier von den Hooligans organisiert, okay, Hooligans brauche ich jetzt auch nicht, aber auch die haben versucht, friedliche Demos tatsächlich auf den Weg zu stellen, und die Antifa hat da permanent provoziert. Antifa sind halt die linksextreme Geschichte, ja. Ne? Ja, auch für die Zuschauer halt, für die nicht informiert sind. Und guck dir aber wirklich mal die Videos auf YouTube an, nicht im Fernsehen. Das Fernsehen war gleichgeschaltet. Das Fernsehen hat die automatisch alle als rechts hingestellt, alle, die da waren. Genau wie früher, ich war auf einer GEZ-Demo, auch da wurden alle automatisch als rechts bezeichnet. Da waren ja nur Rechte, kamen dann in den offiziellen Medien, ich als persönlich dabei gewesener, kann sagen, da waren tatsächlich Rechte, die wurden dann von der Demo ausgeschlossen. Zumindest in der Demo, bei der ich war. Da wurde gleich gesagt, die sollen das bitte nicht als Kommunikationsplattform hier nutzen. Wer nur deswegen hier ist, der soll bitte gehen. Okay. Ja, und wie gesagt, davon hört man aber nie was. Das ist ja das Schlimme. Eigentlich müsste also von davon der GZ hören, die Demo auch nichts gelesen oder gehört. Muss ich so sagen. Ja, weil Medien hacken sich ja kein Auge aus gegenseitig. Maximal in den privaten Krams, und das Einzige, was ich von der Demo gehört habe, war halt, dass da eine Umleitung war in der Stadt. Mehr habe ich da nicht mitbekommen. Übrigens, die Folge ist rum. Ja, ja, wir machen den einen noch und dann okay. Ist hier auch gleich Ende genau. im Gelände. Und letzten Endes, wie gesagt, man muss immer mehrere Seiten betrachten. Auch man darf wirklich, ich sag's wirklich so, wie es ist, man darf heutzutage nicht mehr dem, was im Fernsehen berichtet wird, glauben. Insofern wurde zwar immer schön als Lügenpresse verschrien, und ja, zum Teil haben sie recht. Ihr müsst euch mal, wie gesagt, schaut euch die YouTube-Videos teilweise an. Guckt, informiert euch auf jeden Fall auch in anderen Optionen. Weil letzten Endes, selbstverständlich auch die Reporter, die da sind, die sehen nur ihren eigenen oder sehen das halt aus ihrer Sicht. Und ihre Sicht muss nicht immer unbedingt die allgemeine Sicht sein, so wie es gemeint ist. Das meine ich. Okay. Wie gesagt, da wurde wirklich das Demonstrationsrecht teilweise mit Füßen getreten, weil offiziell Dinge getan wurden, die nicht gemacht werden durften. Zum Beispiel wurden halt Zahlen runtergerechnet, die Pegida waren teilweise mehr Leute als angegeben. Dann waren da halt wirklich die Gegendemos, die teilweise organisiert wurden vom Staat selber, wo dann gesagt hatte, ja, ihr Schüler geht jetzt auf die Gegendemos, dafür habt ihr heute schulfrei, was der Staat im Übrigen gar nicht darf. Der darf keine Gegendemos organisieren, wurde aber gemacht. Und ja, wie gesagt, logischerweise bekommt man so die Leute besser hin. Und dann kann man sich hinstellen natürlich als Reporter und sagen, ja, auf der waren mehr. Und die Zustimmung war ja nicht so groß. Letzten Endes, man muss sehen, klar, alles, was dort gefordert würde in dieser Pegida, brauchen wir nicht drüber reden. Das alles ist auch Blödsinn. Aber man muss doch auch mal auf die Wurzel gehen letzten Endes. Es ist nicht egal, warum die demonstriert haben. Da standen 20.000 Leute allein in einer Stadt und dann wurde sich hingestellt, ja, das sind alles Rechte.
Aber es, wenn 20.000 Rechte in einer Stadt sind, dann ist da irgendwas verkehrt. Letzten Endes, warum waren die Leute da? Weil sie Angst hatten vor der momentanen Flüchtlingspolitik, vor allem drum und dran. Die Leute haben Angst. Also sollte man vielleicht mal auf die Angst reagieren. So kriegt man die Demos Angst? Eher weg, als dass man gegen Demos macht. Ja, natürlich. Die Angst meisten bei einem sind sehr, sehr geringen Ausländeranteil. Ja, eben. Aber das muss man sowieso schon sagen, bei dem niedrigsten Ausländeranteil in Deutschland. Der niedrigste Ausländeranteil, aber ich spiele nochmal auf Tunesien an, solche Terroranschläge machen Angst. Und diese Terroranschläge sind ein Teil deswegen. Wie gesagt, es ging ja gegen die Islamisierung Deutschlands, dass ich nichts gegen den Islam habe, ist klar. Aber da gehen halt Leute hin, die denken, ja, Islam gleich böse, weil Terror. Den Leuten muss man das dann eben erklären, da muss man eben auf die Angst eingehen. Das hat unser Staat vollkommen falsch angepackt. Dass alle, die da waren, natürlich nichts Gutes waren, mag sein, dass da überall in jeder Demo sind schwarze Schafe dabei. Hier waren es vielleicht sogar die Organisatoren. Aber letzten Endes die normalen, nicht rechten Leute sind da hingegangen, weil sie Angst haben. Und auf die Angst wurde einfach nicht eingegangen. So ist es. Okay. Gut, das war's am Sonntag. Das war's. Ganz genau. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Feedback da. Schreibt was in die Comments. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Die nächste Moralpredigt gibt's beim nächsten Mal. Tschüss.